Spotted you dancing in the club, shaking it, I was checking you out. So sexy, hot as fuck, couldn't take my eyes off you. Grüß Gott, nur so viel dazu. Ich glaube, es wird diesen Monat, also für den Monat Mai, auch kein Food-Tagebuch kommen. Ich will das eine Weile mal nicht machen. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich werde mein Essen eh noch weiterhin auf Instagram posten, aber ich werde dabei kein Food-Tagebuch machen, weil meistens waren die Kommentare eh immer negativ. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Die Kommentare waren negativ und es waren auch nicht so viele Klicks. Also ich mach's mal nicht und ja, ich lasse es dabei mal weg. Ich habe irgendwie nicht so Bock drauf in letzter Zeit, weil eben viel runtergemacht worden ist, was ich gegessen habe. Und auf das habe ich keine Lust. Also kommt dieses Mal halt nur das Lovers-Video. Reicht eh eigentlich. Und ich glaube, es ist das einzige Monat mit dem Blödsinn, das einzige Video mit dem aufgebrauchten Video, was monatlich kommt. Und die restlichen sind dann frei raus. So. Also, Serien habe ich den Next Step geschaut. Ich glaube, das war sogar dann schon das Staffelfinale, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist meine Lieblingsserie zurzeit, gebe ich ganz, ganz ehrlich zu. Und die einzige Serie, die ich auch aktiv geschaut habe. Filme habe ich gerne Avengers, also was heißt da gerne? Filme habe ich im Kino mir mit Jan angeschaut, Avengers. Der Film war wirklich cool, also der war wirklich geil, der Film. Also Avengers war wirklich ganz, ganz toll. Freue ich mich schon, wenn mal so eine DVD-Box oder irgend sowas rauskommt. Dann werde ich sie mir auf jeden Fall kaufen. Dann habe ich mir mit meiner Familie angeschaut Baymax. Ich liebe Baymax. Das ist sowas von süß. Da finde ich halt Tränen gelacht bei meinen Eltern drüben. Also ich finde den wirklich, wirklich, wirklich cool, den Film. Kann man sich immer wieder anschauen. DVD haben wir weitergeschaut, Fantagiro. Ja, haben wir weitergeschaut. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt an die alten, also an die letzten Folgen kann ich mich gar nicht erinnern. Kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Aber ich finde es richtig schön. Ist schön. Ich mag Fantagiro. So. Dann habe ich YouTube, meine Playliste ein bisschen geschaut, aber sie fühlt sich immer wieder neu. Hat bei mir eigentlich wenig Sinn. Musik habe ich nichts Ausgefallenes gehört. Games habe ich wieder mit meinen Arbeitskollegen Resident Evil 6 gezockt, eh wie jeden Monat. Ja, auch nichts Ausgefallenes eigentlich. Also dieser Monat war ziemlich langweilig, ehrlich gesagt, weil ich ja so viel arbeiten musste. Fashion habe ich so gerne Blazer getragen, weil ich habe auch so einen lachsfarbenen. Werdet ihr sicher, oder habt ihr sogar schon mal in einem Outfit-Video gesehen. Den Blazer liebe ich. Und mit meinem schwarzen, mit meinem jetzt mit dem Max drauf. Ich glaube, den habe ich euch in einem Haul-Video zeigen vergessen. Seht ihr dann wahrscheinlich auch in einem Outfit-Video, aber okay. Ja, Make-up, also Beauty, habe ich drei Sachen gerne in dem Monat benutzt im Mai. Und zwar meine beiden matten Lidschatten von Make-up Factory, über die ich ja auch sogar ein Video gemacht habe, also das heißt schon was. Und man sieht eine Gebrauchsspur, besonders bei dem hellen, bei dem dunklen glaube ich nicht. Oh ja, schon noch. Also aber nicht so wie bei dem hellen. Sind beide meine absoluten Lieblingsmatten Lidschatten. Ich hoffe, dass ich jetzt noch die anderen beiden kriege und das Rouge, was ich unbedingt haben wollte. Aber ich habe noch so viel Zeug und ich, ja. Aber was ich auf jeden Fall haben will, da kommt jetzt eine Kollektion mit Paletten raus und da gibt es eine mit so knalligen Farben und die muss ich haben, die Palette. Müsste doch bald rauskommen. Mache ich dann sicher auch ein Video drüber. Was ich noch in dem Monat Mai gern benutzt habe, war mein Concealer, dieser Light Reflecting Concealer, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Light Reflecting Concealer, ja. Von Make-up Factory natürlich. Ist ein Tester, habe ich bekommen. Von der Schulung noch, den haben wir sich mitnehmen dürfen. Ich habe den in der Farbe Nummer 7 und seit ich den habe, benutze ich ihn eben als Highlight. Ich benutze ihn eben hier zum Highlighten und hier und da zum Abdecken bei der Nase. So zum Abdecken ist er nicht so gut, aber zum Highlighten ist er wirklich gut und ich würde ihn mir sogar nachkaufen. Also ich würde ihn mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn er leer gehen würde. Essen. Ich hoffe, ich habe da die Fotos noch, weil da blende ich euch die Fotos auf jeden Fall noch ein. Wenn ich, vielleicht mache ich das ausgiebiger als, also weil es ja kein Food-Tagebuch mehr gibt, ich rede Blödsinn daher, weil es ja kein Food-Tagebuch mehr gibt, vielleicht mache ich das ausgiebiger, dass ich euch da das Essen zeige. Dann habe ich für das Video wenigstens mehr. Ich war in dem Monat mal ziemlich oft beim Dunkin' Donuts. Ich liebe dort die Donuts, ich gehe dort so gerne hin. Heute auch wieder, also werdet ihr das dann im Folgenden Follow Me Around sehen, wenn das dann online kommt auf meinem anderen Kanal. Ja, ich bin böse, aber egal. Was ich noch gerne gegessen habe, war in dem Monat mein Honigkuchen. Ich habe mir nämlich ganz, ganz, ganz viele in kleinen Hockstoff gekauft und habe die eingefroren und habe sie dann jeden Abend für die Arbeit dann aufdauen lassen.
Oh, so lecker. Ich habe mir eh wieder welche gekauft. Die sind alle eingefroren. Ich hoffe, ich komme bis zum Ende des Monats aus. Weil dieses Mal war es knapp. Ich habe noch keinen gegessen, weil ich noch sparen will. Ja, was habe ich noch gegessen? Und meine Leberkäsepfanne. Ich habe dann auch von der Mama eine Leberkäsepfanne bekommen. Da habe ich sogar, glaube ich, ein Foto. Ich hoffe es. Und esse ich urgerne. Aber der Jan isst leider keinen Leberkäse. Also konnte ich es jetzt die ganze Zeit nicht machen. Leider. Aber ich habe eh genug davon dabei. Trinken habe ich gerne Vanille-Cola und Sherry-Cola getrunken. Jetzt kann ich mich wieder in die Mitte setzen. War in diesem Monat aber ein ziemlicher Fail, weil mir oft schlecht geworden ist und ich nicht gewusst habe, warum. Aber jetzt trinke ich es halt nur so kalter und dann den restlichen Tag trinke ich auch oft diesen Sirup. Ich habe mir einen kleinen Hoxdorf, ich rede nur von kleinen Hoxdorf, gell? Ich bin so besessen von dort. Ich habe mir einen riesengroßen, vielleicht zeige ich euch das in einem Follow Me Around oder so, habe ich mir so einen Pumpspender dazu gekauft und so einen Verdünnungssaft. Und das trinken ich und der Jan die ganze Zeit. Ist urlecker. Ich habe sogar eine große Wasserflasche im Kühlschrank jetzt mit dem Sirup drinnen. Yay. Ja, das habe ich auch. Also das habe ich aber in diesem Monat, im Juni, Anfang Juni, weil dieses Video ist natürlich wieder so alt. Ich rede schon wieder von Zukunftsding. Aber ja, ich bin braver jetzt geworden und trinke nur noch Cola, das wollte ich damit sagen. Aber im Mai habe ich sehr übertrieben mit Cola. Sehr, bei Sonstiges habe ich gar nicht geschrieben. Auch gescheit, oder? Ja. Ich bin braver mit Cola. Ich meine, jetzt habe ich da auch einen stehen. So sieht das aus, das Vanille-Cola. Kann ich euch zeigen. Es ist halt sehr günstig in kleinen Hoxdorf. Das ist die 2-Liter-Flasche. Und die kriegt man um 99 Cent, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das finde ich wirklich gut. Das finde ich wirklich gut. Weil die kleine Flasche kriegt man um 35 Cent. Da habe ich mir nämlich auch eine mitgenommen letztes Mal. Ja. Sonstiges, ich weiß gar nicht, was wir im Mai alles gemacht haben. Ich habe da gar nichts geschrieben. Auf jeden Fall war das mit dem Kino, mit dem Jan, sehr cool, weil wir ja Avengers geschaut haben. Und der Rest tut mir leid, ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe ein Blackout, was Mai betrifft, weil das schon so lange her ist. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich bin peinlich. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!